Rewe und ich sind zusammen, sind wir in die Base von Palle gefahren. Das ist so ein riesen Schweinsding hier. Ich habe mich jetzt gerade hier im Eingang verschanzt, habe mir extra so einen kleinen Bereich hier gebaut, wo ich hier warten kann. Und ich habe ein Auto gehört, ich habe ein Auto gehört. Er kommt, ja? er kommt, Alter. Rewe ist hier rechts und er zieht mit Scharfschützengewehr. Von links müsste gleich Palle kommen und wir werden ihn töten. Oh Junge! Mit rechter Taste schießt man, oder? Jetzt ist er aus! Oh Leute, herzlich willkommen zu einer Folge von Minecraft Clash. Und jetzt werden Menschen geküsst. Frieden sei mit euch. Was? Und so. Hallo Freunde, ja. Hi. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und ich gehe jetzt weiter das machen, was ich eben gemacht habe, nämlich mich hier unten verbuddeln und weinen. Und ja, ich bin weg. Macht's gut, ne? Tschüss. Okidoki, bis später. Ciao, ciao. So, ich habe mich auch mal direkt gemutet. Das muss ich natürlich wieder anrufen hier. Yo. Anrufen. So, damit Rewe zurück ist, ich habe gerade extra aufgelegt, weil ich habe gehört, dass, wir haben uns doppelt gehört, deswegen habe ich kurz aufgelegt. Jetzt sind wir wieder da. So, Dena, hörst du mich noch? Ja. Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, entweder müssen wir jetzt zu ihm fahren. Also Leute, falls ihr nicht wisst, worum es geht, schaue ich die letzte Folge bei Rewe und mir an. Wir sind gerade hier zusammen bei mir und Paluten ist wahrscheinlich bei mir irgendwo im Keller, aber halt irgendwo tief drin. Entweder wir fahren jetzt zu Palle und warten da auf ihn oder wir warten halt hier. Ich weiß nicht, was mehr Sinn macht. Oh Mann, eigentlich sollten wir jetzt... Ja. Es ist halt eh recht unwahrscheinlich, dass er irgendwo jetzt hier wieder hochkommt. Viel wahrscheinlicher ist es, wenn er beim Strip-Mining gegangen war, da habe ich selbst nicht mehr hochgefunden. Das ist viel wahrscheinlicher, wenn er sich irgendwo hochbuddelt. Ja, wir haben aber gerade Nacht. Ja, ich weiß. Wahrscheinlich wird auch mindestens so lange wird er nicht hochkommen und wir dürfen nicht so viele Geräusche machen. Oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, hier die Leiter mal hochzugehen. Und dann? Zu gucken, ob er nicht draußen irgendwo steht. Ja. Ist halt die Frage, ne? Also dann würden wir vielleicht sehen, wenn er sich irgendwo hochbuddelt. Glaube ich nicht. Oder wir fahren halt echt zu seiner Base und warten da. Und stellen ihm eine Falle halt. Weißt du noch, wo dein Auto ist? Ich habe mein Auto mit. Im Inventar. Okay, lass uns das so machen. Okay, dann gehen wir jetzt vorsichtig runter. Macht Sinn, vielleicht nicht die Tür zu benutzen, sondern kommen wir hier irgendwo runter? Nee, nicht ohne Fallschaden, ne? Doch, hier. Okay. Da unten ist ein Creeper. Direkt unter uns? Ja. Harakimbi, beide drauf, okay? Okay, warte. Oder warte, wir können auch hier, guck mal hier. Ja, wir sollten hier erstmal möglichst ein bisschen weg. Okay. Und schön gucken, ich meine, jetzt ist Tag. Ich glaube, jetzt wird der Tag für Palle, wird den vielleicht auch nutzen, um zu uns an der Base zurückzufahren. Dann sollten wir vorhin da sein. Dann komm, schnell. Bist du hinter mir? Ja, ich bin hinter dir. Lass ihn kurz aus dem Wald raus und dann nehmen wir uns unser Auto und fahren weg. Das ist so spannend, Junge. Vielleicht wartet er aber auch. Vielleicht wartet er auch. Hm? Nicht, wenn der jetzt auf uns wartet. Mhm. Ja. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht davon aus. Ich glaube, das zieht da gar nicht in Betracht, dass wir zusammen was machen. Doch, ich glaube schon. Definitiv. Okay, gut, komm her. Ich glaube, Palle weiß nicht, was er denken soll. Okay, warte. Setz das Auto schnell und dann los. Yep, Auto steht schon. Komm her. Fahr los, ich steig ein. Yep, komm rein. Fahr in den Betrieb. Okay, perfekt. Leute, die beiden Dummköpfe machen sich jetzt wieder auf den Weg. Links. Ja, ich fahr einfach gegen die Wand. Ja, kannst du auch machen. Egal. Es geht zurück. Wir fahren jetzt wirklich. Selbst wenn nicht, dann krieg ich mein Auto immerhin zurück. Egal was ist, wir fahren jetzt zu Paloten und warten auf ihn und stellen eine Falle. Und wir können nur hoffen und beten, dass das gut geht irgendwie. Da ist noch ein Flugzeug. Da ist ein Flugzeug, okay, aber das ist wahrscheinlich nur von irgendeinem Trophy-Battle oder so. Genau, ja, das haben wir irgendwie vergessen. Wir sind schon fast bei ihm, ne? Ja, das geht's auch schnell mit dem Wagen. So, ist eigentlich voll überpowered, dass man den mal am Anfang bekommt, oder? Ja, es war eigentlich. Wenn wir irgendwann nochmal eine Staffel machen, ist vielleicht eine bessere Idee, wenn man das nicht macht, weil dann kann man halt, manche investieren dann halt das Geld. Oh, Junge, willst du das Holz gerade. Oh Gott. Ich fahr einfach da durch, Jolo, fahr einfach da durch. Ja, ich kann hier außen rumfahren, Oh Gott. Zu spät. Aber Clay, das ist ganz gut. Oh, scheiße. Jetzt hängen wir fest. So bin ich gestorben übrigens in der zweiten Folge. Echt? Im Dunkeln aber, ne? Ja, so im Dunkeln. Ich hatte keine Ahnung, was passiert. Ich steig aus und mach das Auto kaputt. Oder? Wo ist es? Was denn? Es ist hier reingefallen und ich sehe hier nichts. Ich muss kurz reloggen. Oder siehst du das Auto hier unten? Bei mir ist das hier ein Void hier. Kannst du hier runter ins Auto holen? Ich hab's. Na gut, komm wieder hoch. Einfach setzen. Oh Gott, ich sterbe hier drin. Oh Gott. Ach, das ist ein Teich.
Ich dachte, das ist das Bug ist bei mir, aber dann war es ein Teil. Okay. Einmal Auto wieder setzen, wir fahren weiter direkt. Komm mit. Ja, ja, erstmal aus dem Wald raus, genau. Wir müssen uns beeilen, nicht, dass er vor uns ankommt. Und dann warten wir einfach in seinem Haus hinter den beiden Wänden, wie so Spezialagenten. Das wird einfach nicht passieren. Kannst du hier schon setzen, das Ding. Ja, warte, ich mach hier vorne. Das wird einfach nicht passieren, Dena. Der wird auf uns jetzt warten, der wird uns wegholen. Ey, steig aus, du kannst nicht fahren. Nee, komm, ich fahr. Steig ein. Keine Kinderlizenz hier. Zusammenarbeiten jetzt. Noch 300 Meter. Oh Gott, jetzt fährt sogar Revi. Das kann ja gar nicht gut gehen. Aber irgendwie müssen wir halt Palle töten können. Oh Gott, wie du fährst. Aber es funktioniert irgendwie. Okay. Fahr hier noch weiter, soweit es geht. Und wenn wir irgendwo festhängen, gehen wir das letzte Stück. Weil das ist meistens schneller, wenn man das letzte Stück einfach geht. Aber ein bisschen was schaffst du hier noch. Ein bisschen was kannst du noch auf jeden Fall gehen. Ich würde sagen, stopp hier vorne. Das ist okay. Die Landebahn. Steig aus. Ich mach's kaputt, nimm's mit. Okay, ich hab's. Ja, equip schon mal die Waffe. Du hast kein zweites Eisenschwert, ne? Weil meins ist fast kaputt. Ne, hab ich nicht. Mit welcher Taste schießt du? Mit rechts oder links? Mit rechts. Ganz sicher? Ja. Okay. Was hat er hier gebaut? Er hat seine Base umgebaut, guck mal. Oh ja, stimmt. Egal, komm mit hier, wir müssen zusammenbleiben. Ich sehe schon nicht mehr, wir müssen immer zusammenbleiben. Okay, gut. So. Ach, der hat sich so einen krassen Eingang gebaut wahrscheinlich dafür. Ach, guck mal, hier hat er sein Feld. Ist aber, man kommt ja aber rein. Pass auf, jetzt sneaken und schön nah zusammenbleiben. Weil er könnte schon hier sein. Was für eine Waffe hast du? Meine Sniper. Ich hab nichts anderes. Okay, komm mit. Und oh, jetzt Junge. Wir müssen uns beeilen mit ihm reingehen. Wir müssen schnell, komm, wir müssen uns beeilen mit ihm reingehen. Das ist eine Falle. Ich glaube nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Pass auf, dass du keine Druckplatten drückst. Und pass auf, Edgar. Wo ist Dieter? Okay, geklärt. Safe! Sektor clear! Okay. Sorry, dass ich noch mal kurz störe, aber Felix? Rein? Ja? Was ist? Eins. Ja, ich hab's irgendwie da unten rausgeschafft. Ich bin jetzt wieder in deiner Base. Du wirst mich nicht finden, ich farm grad ganz woanders. Okay, du farmst grad was. Okay, dann bin ich wieder weg. Tschüss! Ciao! Puh, hoffentlich kommt der jetzt her, hoffentlich fährt er jetzt nicht zu dir und sucht dich bei dir. Ja, ist ja nicht schlimm, bin ja nicht da. Aber wollen wir sich direkt am Eingang positionieren, weil ich glaube, es gibt nur den einen Eingang. Ja. Also wenn er, ich glaube ihm ehrlich gesagt, dass das alles, was er gerade gesagt hat, glaube ich ihm. Guck mal, hier ist Edgar. Leute, wir sind einfach in der Base von Paluten. Er kriegt direkt einen Kopfschuss, Dena. Wir sind wieder ein SWAT-Team. Oh, ist das krass. Okay, Leute, ich bin zurück. Sorry, meine Aufnahme ist leider zwischendurch abgeschlossen, deswegen kein Speicherplatz mehr. Du musst ihn irgendwie herlocken. Ich muss kurz sagen, für meine Aufnahme, ich weiß nicht, wo wir aufgehört haben, aber Rewe und ich sind zusammen in die Base von Palle gefahren. Das ist so ein riesen Schweinsding hier. Ich habe mich jetzt gerade hier im Eingang verschanzt, habe mir extra so einen kleinen Bereich hier gebaut, wo ich hier warten kann. Und ich habe ein Auto gehört. Er kommt, Alter. Rewe ist hier rechts und er zieht mit Scharfschützengewehr. Von links müsste gleich Palle kommen und wir werden ihn töten. Oh, Junge! Mit rechter Taste schießt man, oder? Jetzt ist er aus! Er ist down! Ja! Ja! Nice, Junge! Nice! Oh, nice! Ist das fett! Hier, baus ab! Oh, geh weg! Ist das geil. Ey, du meintest nur, du willst deine Rüstung, oder was sollst du haben? Ich hab noch gar nichts wieder. Ich will nur meine Rüstung zurück. Oh. Ist das fett. Ich bin ja gemutet, jetzt merke ich das erst. Ich bin aus dem Todescreen gegangen. Attentäter, Dena. Oh, Palle. Ja? Würdest du mir erlauben, dass ich meine Desert Eagle wieder zurückhole? Wie willst du das denn machen? Na, die ist in deinem ME-System. Ja, aber das dürft ihr doch gar nicht. Oh. Ihr dürft, stimmt, wir dürfen nichts aus dem ME-System nehmen, das stimmt. Aber ja, aus Kisten, oder? Nein. Nein, auch nicht. Wir dürfen nur nehmen, was Basen in der Hand hatte. Nicht gelootet werden. Ja, man darf nur was in der Hand hatte nehmen. Oh, hast du dich erschrocken, mein Lieber? Ich hab mich richtig erschrocken. Ich war auch viel zu unvorsichtig. Ich dachte, ja, okay, jetzt fahre ich erstmal wieder schön nach Hause. Aber ja gut. Da müssen sich die Leute wohl zusammentun, damit sie Pidesel zur Strecke bringen. Hast du das Auto von Palle, das zweite, ja, ne? Meine Aufnahme ist jetzt leider gerade aus. Das ist gerade ein bisschen schlecht, weil ich mich in Panik ausgelockt habe, weil ich eben auf Respawn direkt gedrückt habe. Du hast jetzt ein Auto von Palle, oder? Schau ich gleich mal nach. Ich war kurz im Creative Mode, um deine Base zu reparieren. Aber jetzt komme ich wieder zurück hier. Weil ich hatte ein bisschen was von Edgar angeknabbert.
Aber warte mal, ich muss mal ganz kurz meine Minecraft wieder. Boah, Alter, ich hab mich so erschreckt. Ich hab ein Auto, ich kann dir eins geben. Ich geb dir eins. Okay, her damit. Da. Palle, ich hab mein Auto hier. Wieder. Baby, hier liegt dein Auto, zurückkommen. Kommst du? Ja, ey, gut geplant. Aber ich muss jetzt auch irgendwas gelootet bekommen von dem, was er hatte. Das es gab unfair. Überhaupt nichts Geiles. Natürlich, er muss davon. Eine Waffe gehabt haben. Er hatte keine Waffe. Palle muss eine Waffe gehabt haben. Ich hab meine Baretta, Palle hat eine Waffe dabei? Weiß ich nicht. Natürlich hat er eine Waffe dabei gehabt, es geht ja gar nicht anders. Musst du ja. Er war ja bei mir, ist ja bei mir gewesen, hätte keinen Diamantschwerten dabei, ich hab nichts. Der hätte hier ein Ruby Sword, hatte der. Das zumindest bekomme ich schon mal, brauche ich eigentlich auch gar nicht. Aber sonst hat er... Brauche ich nicht, das kannst du haben, aber... Seine Waffen sind alle... Nee, er hatte keine Waffe dabei. Der hatte gar nicht mal eine Waffe dabei, der Junge, der hat auch eine kaputte Rüstung dabei gehabt. Ja, aber das kann nicht sein, dass er nix hatte. Ja, meine Damen und Herren. Wer bescheißt hier gerade den anderen? Ich bescheiße hier gar keinen, Dämon. Rewe, ich hab mit dem Team gemacht. Felix, ich bescheiße dich nicht, versprochen. Ich habe wirklich nichts anderes. Glaub mir. Ich hab dir das Auto gegeben. Dena, ich verarsche dich gerade wirklich nicht. 100%, ich schwöre auf meine Mutter alles, was ich kenne. Haben wir irgendwas übersehen? Irgendwo muss doch eine Waffe sein. Der Puppenspieler. Ich sag euch das, bevor hier Zwist zwischen euch beiden entsteht. Ich hatte keine Waffe. Ich hatte einfach nur ein Schwert. Hätte gereicht für einen von euch beiden. Ja, genau. Muss man ihm recht geben. In unserer Situation wäre das tatsächlich so gewesen, ja. Ja. Was habt ihr denn die ganze Zeit gemacht? Ja, wir haben dich gesucht. Wir waren bei dir. Dann warst du nicht da. Dann waren wir bei mir, haben wir dich nicht gefunden. Dann sind wir wieder zu dir gefahren. Ich bin mal ganz kurz, muss ich mich für meine Zuschauer noch mal kurz einloggen. Ich bin aus Versehen aus dem Todesscreen rausgegangen, Leute. Ich mache nur kurz meine Abmoderation. Und ich fahre ganz kurz zurück in meine Base. Rewe, wollen vielleicht kurz mal Tag machen oder so? Also ich meine schlafen? Also ist die Folge nicht schon zu Ende? Ach Rewe, wenn nur wir beide auf dem Server sind, dann kann ich auch schlafen. Ja, mach das. Weil, wir gehen nur ganz kurz zurück zu unserer Base-Palle, okay? Ich kann nur, Palle müsste eigentlich halt runter vom Server sein. Legalerweise müsste er runter vom Server sein. Das eigentlich. Stimmt. Palle? Palle, wieso stehst du auf dem Server? Soll ich dich nochmal töten? Oh, ich glaube, er hört uns gar nicht. Er hört uns nicht. Und ich kann nicht in seinem Bett schlafen. Also ich kann schon schlafen, aber es bringt nichts, weil es zu wenige Leute sind, die gerade schlafen. Egal. Weil ich der Einzige bin. Aber eigentlich müsste er gleich mal runter vom Server. Und dann kann ich in seinem Bett schlafen. Das wäre auf jeden Fall den Regeln nach. Aber gut, dafür bekommen wir dann die 1, 2, 3 Minuten am Ende hier noch rangehangen an die aktuelle Aufnahme. Damit wir hier noch zurück zur Base kommen. Jetzt soll er sich mal ausloggen hier. Es wäre auf jeden Fall... Ausloggen... Mann. Wäre auf jeden Fall den Regeln entsprechend, aber gut. Er kann sich ja auch im Endscreen hier verabschieden. Ich weiß nicht, was er hier gerade macht. Er will scheinbar, dass wir noch drauf gehen. Verabschiede aber dich. Ey, Dena, es war nice Tag Team Action. Ja, war schon gut. Es war wirklich sehr, sehr gut von uns geplant und sehr, sehr gut durchgeführt. Muss man einfach sagen, kann man auch nicht anders sagen. Nein! Was denn? In seiner Kackbase war hinter mir ein Creeper und der hat sein Bett in die Luft gesprengt. Ja gut. Mein Bild. Ja, was sollen wir denn machen, Palle? Du hättest dich längst ausloggen müssen, sonst wäre es alles nicht passiert. Ich hätte mich längst ausloggen müssen, ich habe meine Abmoderation. Oh Leute, ich bin zurück in meiner Base. Ja, du musstest dich ausloggen aus dem Grund, dass das muss man halt ja machen und dann hätten wir schlafen können, Rewe und ich. Richtig. Und richtig. Aber ist jetzt auch nicht schlimm, Freunde. Aber deswegen tut mir leid mit dem Bett. Ich kann jetzt nicht mehr ins Bett, weil... ach gut, Rewe kann ins Bett, weil das Bett wurde gerade zerstört. Aber da kann ich echt nichts für. Palle, tut mir leid. Ich würde sagen, East get wrecked, oder? Ja, ich hab dem nichts mehr hinzuzufügen. Hast du nicht mitgerechnet? Nee, überhaupt nicht. Auf gar keinen Fall. Also ich bin auch... Das ist das erste Mal, dass ich wirklich sorglos in meine Basis zurückgegangen bin, weil Felix das so... wirklich, das hat er wirklich aber du hast geschaut. Aber du hast noch nichts geahnt, als du auf einmal das Echo von mir gehört hattest? Nee, überhaupt nicht. Da hast du kurz gezögert, habe ich ein Gefühl gehabt, oder? Nee. Nichts? Aber das Echo hätte ja auch sein können, nur von... weil wir haben gleichzeitig waren wir in Skype und Teamspeak und deswegen dachte ich... Oh, okay, okay, das sind eure Strategien. Ich dachte einfach so, was war denn da los? Nur gut, ja, kann man nicht ändern. Ja, Freunde, das war's von dieser Folge Minecraft Clash. Schaut auf jeden Fall bei Palle vorbei, um das Ganze mal aus seiner Sicht zu sehen und aus Denas Sicht. Und ich würde gerne mal gucken, von wem ist Palle eigentlich gestorben? Durch mich, stand auch im Chat. Ja? Ja, durch meine Spaß. Das heißt, ich hätte es auch einfach alleine geschafft. Ich hätte Rewe gar nicht gebraucht. Stimmt.
Nee, ich hab einen Hit gesetzt, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall. Okay, gut. Dann haben wir einfach super Teamwork. Das, ich hab den Hit gesetzt, nur sie getötet. Egal, Freunde, das war's von dieser Folge Minecraft Clash. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein, macht's gut. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Jungs. Das war's von der heutigen Folge von Minecraft Clash. Ich fahre jetzt noch ganz kurz zurück in die Base. Ich kann mir gut vorstellen, das wird einigen von euch missfallen haben. Gerade Fans von dem guten Palle, das Revenliche Tech Team gemacht haben. Aber deshalb wiederhole ich es nur nochmal, ein bisschen Hate hier entgegenzuwirken. Wir haben vorher abgemacht, auch mit Palle zusammen, dass sowas wie Tech Team in gewissen Situationen erlaubt ist, wie zum Beispiel jetzt das Rewe nicht gemacht haben, indem ich ja Rewe geholfen habe und Palle eben auch im Moment uns beiden so weit voraus ist, dass das für Rewe und mich ja Sinn gemacht hat. Wollte jetzt darf ich nicht mehr sterben. Ich gehe mal lieber aus dem Auto hier raus und hoffe, dass das Auto kaputt geht. Ey, stopp, bleib stehen. So, und das letzte Stück gehe ich hier mal zu Fuß. Das darf denn nicht mal allzu weit weg sein. Nein, Team Edgar ist falsch. Ich muss zu meiner Base. Auf meine Base. Base. Mal J hier. Da ist die Base irgendwo. So. So, deswegen, das war eine absolut gerechtfertigte Situation, um eben ein Tag Team zu machen. Zu der Ausrede von mir. Wir waren sehr erfolgreich, wir haben Palle getötet. Ich hoffe mal, dass es mich nicht so schnell trifft im Tech-Team, aber vermeiden kann man es nicht. Es wird wahrscheinlich auch irgendwann mal die Situation geben, dass Palle und Rewe zusammen ein Tech-Team machen und dann gegen mich vorgehen. Ich hoffe, ich werde es dann irgendwie schaffen können dann. Ich meine, man kann auch alleine gegen zwei bestehen, wenn man alles richtig macht. Mal schauen, das war es auf jeden Fall von der heutigen Folge von Minecraft Clash. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich muss dringend hier mal checken, wo hier nicht genug Licht ist, weil das kann ja wohl nicht sein, dass die ganze Zeit immer irgendwelches Zeug hier spawnt in meinem schönen Häuschen. Wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr. Wenn es euch heute gefallen hat, dann drückt den Daumen nach oben. Heute besonders wichtig, weil es werden so viele Dislikes drauf sein von Leuten, die eben Tag Team nicht besonders cool finden. Aber ich finde, das gehört eben dazu. Zu Minecraft Clash, so haben wir das abgemacht, so steht es in Regeln. Mir hat es mega Spaß gemacht. Ich glaube, Palle auch, der hat sich ja mega erschrocken und Rewe und ich haben so gefeiert, dass wir es endlich geschafft haben, ihn mal runterzubekommen. Und in Zukunft werden wir ihn auch mal alleine töten. Ganz sicher. Ich habe da nämlich einen Plan, wie ich Rewe und Palle töten kann. In einer Folge. Mal gucken, ob ich das hinbekomme, aber ich glaube schon. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Jungs. Wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr. Mach's gut. Ciao.